Ja, hallo liebe Modellbahnfreunde, heute wieder der Jürgen aus dem schönen Schlangenbad mit einem weiteren Video. Es geht heute um den Fahrgastansturm, der durch das 9-Euro-Ticket entstanden ist. Die Züge sind ja übervoll und mittlerweile holt man alles aus den Schuppen, was fährt, um eben diesen Fahrgastansturm zu bewältigen. Ja, und die Osterburgener Eisenbahnfreunde haben eine ganz besondere Einheit hervorgeholt, mit dem sie jetzt Schülerverkehr durchführen werden. Und den werden wir gleich hier sehen an der Steigung. Da kommt er auch schon. Es handelt sich hier um einen Schienenbus der Baureihe 795, noch mit aufgesetzter Stirnlampe. Und er hält jetzt hier. Die Schüler ein- und aussteigen können und in wenigen Minuten wird er weiterfahren. Ja, da ist er angekommen in Osterburgen, Ende der Fahrt. Und ja, man sieht, auch mit solchen Fahrzeugen lässt sich durchaus noch Verkehr machen. Zum Modell vielleicht noch ein paar Angaben. Den habe ich mir jetzt gebraucht gekauft. Also ich hatte den 795er schon, aber in analoger Ausführung. Und ich hatte mir mal Umbauanleitungen angeguckt. Also die waren jetzt nicht so, dass der Umbau trivial war. Also man muss da schon ein bisschen friemeln. Da habe ich mir gedacht, naja, jetzt kaufst du dir doch einen digitalen, zumal auch der Beiwagen, ich mache das Bild mal ein bisschen kleiner, so, auch der Beiwagen dabei war, der fehlte mir bislang auch. Ja, warum habe ich mir jetzt ausgerechnet diesen älteren gekauft mit dieser aufgesetzten Stirnleuchte in Digitalausführung und nicht den ganz neuen, weil neu ist er ja auch nicht mehr, 2 Jahre alt von Fleischmann. Der neue ist ja auch mit Sound ausgestattet und da ist es so, dass der Beiwagen und der Motorwagen festgekuppelt sind. Das heißt, die lassen sich nicht trennen und bei den Fahrzeugen ist das leider jetzt nicht so hilfreich, weil das sollte man auch beachten. Es handelt sich hier wirklich um einen reinen Beiwagen und keinen Steuerwagen. Ja, hin und wieder sieht man mal 795er mit Beiwagen voraus. Also das funktioniert nicht. Man muss tatsächlich den Motorwagen abkuppeln an der Endstation, umsetzen und wieder auf der anderen Seite ankuppeln. Also man muss wirklich immer Motorwagen vorausfahren. Und das war auch so ein Thema, hatte ich mal in einem anderen Video gesehen, dass die Beleuchtung ausging, wenn man rückwärts fuhr, weil das einfach nicht vorgesehen ist. Man kann mit der Einheit, so wie sie da steht, nicht rückwärts fahren. So, und der Vorteil dieser älteren Version ist, man kann den Beiwagen hier einfach abkuppeln. Also der ist mit einer Kupplungsstange verbunden, mit einer ganz normalen Kupplungsaufnahme. So, das heißt, man kann ihn noch als Solo-Fahrzeug fahren lassen. Das macht besonders Sinn auf Stichstrecken. Also ich habe ja hier eine Stichstrecke. Wenn ich den da pendeln lassen will, dann kann ich natürlich nicht mit Beiwagen fahren. Das ist eigentlich der Grund, warum ich mir eben diesen älteren auch ohne Sound gekauft habe. Der Sound, muss ich sagen, ist ja sowieso immer so ein Ding, was bei mir in der Kritik steht. Das ist ja so ein Einheitsbrummeln ohne Schaltvorgänge. Da gibt es ja nur von Döhler und Hass so ein Soundprojekt mit Schaltvorgängen. Aber das haben diese Modelle hier nicht, die werkseitig mit Sound ausgestattet sind. Und deswegen ist das immer nur so ein Geknatter ohne Schalten. Naja, muss man nicht unbedingt haben. Aber zum Einsatzszenario heute.
So ganz abwegig ist das übrigens gar nicht. Im Jahr 2013 hatten wir das hier gegenüber auf der anderen Rheinseite in Rheinhessen auf der Strecke Mainz-Alzey. Gab es einen Mangel an 628er Triebwagen und dann ist tatsächlich ein Schülerzug planmäßig mit einer dreiteiligen Schienenbuseinheit gefahren worden. Also das gibt es durchaus, dass man auch wirklich mal mit solchen Fahrzeugen aushilft. Und bei der Bahn wird ja immer alles knapp. Das ist ja alles knapp bemessen, auch wenn da mal was kaputt geht oder ausfällt. Es gibt ja kaum noch Ersatz. Dann holt man wirklich tatsächlich doch mal solche Fahrzeuge aus dem Schuppen. Ja, das war eigentlich das, was ich heute noch mal kurz zeigen wollte. Den 795er mit seinem Beiwagen. Ja, und hoffe auch, dass euch dieses Video mal wieder ein bisschen gefallen hat und freue mich schon auf das nächste Mal. Und tschüss.